So, hier gibt es noch einen Dingsbums, das ist gut. Da kann ich noch mal ein bisschen was herstellen und meine Ressourcen ein bisschen dezimieren, dass ich sie dann wieder auffüllen kann. Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. So, ein Fertigkeitspunkt, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich zwei hätte sogar, mal einen weißt alten Ort erwartet. du? Herausforderungsobjekte. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an Lass die mal das da. Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Und der Aber macht ein schön, dass du bisschen es mehr hier. Schaden, das ist eigentlich ganz gut. Was fehlt mir denn? Seltene Tierhaut. Gut. Passt. Warte mal, ich habe hier neue Sachen, die ich bauen kann. Nicht schlecht. Ich muss aber diese Tunika tragen, um zu zeigen, dass ich hier mit der Chefin unterwegs bin. Ich sammle hier natürlich, was ich kann, einfach um wieder Zeug zu haben. Schon wieder, also ich muss mit diesen Füllwörtern aufhören. Ich komme mir echt vor, als hätte ich ein Artikulationsverhalten von einem Hirsch. Naja, auf jeden Fall wollte ich dies nochmal zurück auf das andere Thema. Schon wieder, oh, wenn ich das noch einmal sage, dann knall ich mir selbst an den Kopf. Einfach um Handelsgüter zu haben und andere Sachen holen zu können. Lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, Vorräte auffrischen, entweder um sie zu benutzen oder was wahrscheinlich ja der Fall ist, um einfach etwas zum Handeln zu haben. Diese Information habe ich jetzt zweimal weitergegeben. Ach, das ist schon ärgerlich. Aber dann ist das halt so. Wenn man mal bedenkt, wie viel man beim Stream oder bei einem Let's Play sowieso schon quatscht, muss man dann doch ehrlich sagen, dass es dann doch mehr ist, als würde man zum Beispiel mit Leuten zusammenhängen. Weil an sich ist jetzt sowas erstmal, auch wenn es im Stream ist, und im Stream ist es ja noch ein bisschen angenehmer, theoretisch, wenn man die passenden Zuschauer hat, dass man da noch einen Bezugspunkt zum Gespräch hat. Aber in der Regel ist es ja so, dass Let's Play erstmal die Fähigkeit ist, einen Dingsbums, wie heißt es, Selbstgespräche zu führen. Das bedeutet, man muss sich selbst Themen aussuchen, man muss drüber sprechen. Man hat zwar immer noch das Wissen, okay, es ist nicht zu 100% ein Selbstgespräch, weil ich ja dann auch dementsprechend über das Video Zuhörer haben werde, gegebenenfalls. Aber in der aktuellen Situation, muss man sagen, ist es aktuell nur ein Selbstgespräch, weil man hat akkurat jetzt keinen, wie heißt es, Gesprächspartner. Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Ich auch. Pfeil ins Knie und gut. Hallo, Justin. Ernsthaft? Na gut. Konnichiwa. Ich weiß nicht, wie ich dem entsprechend begegnen soll. Ja. Nicht da rein? Jo, bringt nur nichts. Hast du mir was zu sagen? Nein. Wie gesagt, Lag bedeutet einfach, dass das Spiel gerade mal Ressourcen frisst. Gibt es hier im Wasser noch irgendwas? Also wegen zwei Pflanzen will ich jetzt. Ach, oh, weißt du was, drauf geschissen. Ich wollte sagen, wegen zwei Pflanzen möchte ich ungerne ins Wasser. Aber das hat man ja in der Regel nie. Gibt's hier was? Also, dass es hier was gibt, weiß ich. Die Frage ist nur, was haben wir denn hier? Tagebuch. 30. November 1603.
Begleitet von einem einheimischen Führer verließen Lopez, die Soldaten und ich die Stadt schon vor Tagesanbruch. Es war der richtige Zeitpunkt, da sich eine entsetzliche Grippe unter der Bevölkerung verbreitete. Lopez ist davon überzeugt, dass sich das Artefakt nicht innerhalb, sondern irgendwo außerhalb der Stadt befindet. Ich fragte ihn, ob es nicht heuchlerisch sei, die Hilfe derjenigen Leute in Anspruch zu nehmen, die er so verabscheute. Ich verabscheue sie nicht, antwortete er mir. Ebenso wenig, wie ich diese Molosser verabscheue. Sie sind alle Kinder Gottes, so wie wir. Ich sagte ihm, ich wäre verblüfft, ihn so reden zu hören, doch er nahm meine Hände und wir beteten. Die Kraft seines Glaubens floss in mich hinein, bis ich spürte, wie die Ketten des Zweifels von meinem Herzen abfielen. Super. Wenn du es jetzt richtig benutzen würdest, wäre das kein Problem. Gut, wir haben jetzt ganz viele Karten gefunden, ganz viele Geheimnisse gefunden. Überlebensversteck, ich wusste, dass hier was ist. Da habe ich schon wieder was gefunden, super. Jo, ist die Alte schnell. Wenn ich so schnell schwimmen könnte, du, dann würde ich aber viel im Schwimmbad sein. Das kannst du aber glauben. So, jetzt nochmal kurz Luft holen. Natürlich gerade nicht so geil aus unter Wasser, aber dann ist das halt so. Aber wir haben ja keine Tauchbrille. So, den hier habe ich alles entdeckt. Das ist soweit auch okay. Das ist voll. Das wird auch voll sein. Ist ja das gleiche. Gut. So, die Frage ist, habe ich schon einen Dietrich? Ich befürchte nicht. Den kriege ich nämlich hier, glaube ich, erst später. Da gibt es nämlich einen Händler, der mir einen Dietrich verkauft. Den muss ich aber... Super. Als nach der langen Dürreperiode endlich Regen fiel, verließen die Ratten ihre Baue, um nach weiterer Nahrung zu suchen. Und mit den Ratten kamen die Plagen. Jene, die von ihnen befallen wurden, bluteten aus Nase und Ohren, bevor sie einen qualvollen Tod fanden. Sie starben in so großer Zahl, dass einst belegte Städte verlassen zurückblieben. Seuche, das hört sich an wie der schwarze Tod. Auch genannt Pest. Okay. Monolithe. Hier gibt es eine Nebenquest. Hallo? Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch, eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Ich nehme an, die Misokina hat abgeschaltet. So, hier gibt es noch Holz. So, die nächste Nebenquest nehme ich mal. Da komme ich aber so noch nicht hin. Komme ich hier hoch? Ich weiß immer noch nicht, wie man an dieses scheiß Dingsbums kommt.
Wie gesagt, wir werden hier einige Zeit im Dorf bringen. Nicht, weil die Quest uns hier hält. Könnte man natürlich durchrushen. Aber ich möchte einfach so ziemlich viel entdecken. Achso, die muss man so abreißen. Okay. Wetterumschwung. Oh, Lara, was war das denn? So, das haben wir. Alle kurz reingeschaltet und dann wieder ab. So, 3 von 5 Fröschen habe ich abgezogen. Wie ich den krieg, weiß ich nicht. Jetzt gehe ich aber geradeaus. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Aber hier komme ich hier nach oben. Ich glaube, mit der Trolle habe ich gequatscht. So, hier gibt es noch was. Jetzt wird es lustig. So ein Wasserkessel hätte ich auch gern. Warte mal, da ist doch noch was. Das wäre eigentlich schon geil, wenn deine Zimmer irgendwie mit so einem Wassertunnel verknüpft wären. Warum sieht das hier so geil aus? So, wunderbar. Hab ich irgendeinen Fähigkeitspunkt? Nein. Okay, schade. Ich muss nämlich ein bisschen mehr ins Entdecken rein. Gibt's hier irgendwas? Jo, aber das kann ich nicht aufmachen. Oder es ist noch nicht auf. Nee, das war keiner von denen. Okay, ich dachte, ich könnte da irgendwie ein... Hier so ein... Froschsprung machen. Die Herausforderung haben wir auch noch offen. Und dann müssen wir hier hoch. Oder? Lagerfeuer habe ich entdeckt und hier gibt es noch ein Dokument und ein Grab und ja. Okay. Das Dokument ist hier. Bericht über die Seuche. Wir verlassen die Stadt bei Tagesanbruch. Was gut ist, da in ihr eine schreckliche Krankheit wütet. Tote und Sterbende säumen die Wege und verstopfen die Flüsse. Viele sagen, das sei eine Strafe der Götter. Tagebuch? Gut. Vor allem das Tagebuch ist es ja relativ Wurst. Aufbrechen! Na komm schon, Lehrer! Na komm schon! Ich muss ganz ehrlich sagen... Das, wie heißt's? Ah, hier. Ja. War das jetzt Herausforderung? Ja, war ich. War's. Super. Für die Leute, die jetzt auch eine kleine Produktreview von mir erwarten oder gerne hätten oder die das interessiert, ich finde... Ich habe ja jetzt beide Controller, also Xbox One und noch den alten 360, den man leider so nicht mehr kriegt. Ich finde, ganz im Ernst, die Vibration von Dingsbums vom Xbox 360 Controller finde ich persönlich besser als von der One.
Hier sind zwei Gräber, ein Wandgemälde. Wo ist denn hier noch ein Dokument? Kann ich da nicht irgendwie heranzoomen? Ah, doch. Gut, Wandgemälde. Stimmt, die Dinger gab es ja auch noch. Die sind etwas weiter unten. Weißt du was, da springe ich doch gleich nochmal runter. Gefühlt ist es so, dass die Vibrationsmotoren des One-Controllers eher oben in den Schultertasten ruhen. Das gefällt mir persönlich nicht so gut wie bei dem 360-Controller, wo die Vibrationsmotoren in der Halterung, in der Handflächenregion sitzen. Finden Sie den Eingang? Ja, ich weiß, wo der Eingang ist, da komme ich nun nicht rein. Und deswegen finde ich den 360er besser. Schade, dass man den mittlerweile nicht mehr kriegt. Also den originalen. Neu. So ist das einfach. Leider. Auch die Joysticks finde ich von der Reinheit her vom 360er besser, weil die diese hässliche Vertiefung mit dieser Kante da nicht haben. Da rutscht man zwar nicht so ab, aber für jemanden, der seine Controller gerne sauber hält, ist das nicht so geil, weil da muss man immer mit irgendeinem Gegenstand da in diese Vertiefung rein und das dann sauber machen und diese Kanten da. Das muss der Tempel sein, den ich vom Fluss aus gesehen habe. Naja, kann man nichts machen. Hier hoch? Nö. Gut. Och nein. Nein, 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 nein. Ich weiß, was für ein Grab das ist. Oh, ich hoffe. Bitte, bitte, Herr, lass mich an den Kram erinnern. Sonst gibt's ein Problem. Basislager. Super. Ich bin zur rechten Zeit angekommen. Die Kultisten waren gerade noch hier. Gut. Erstmal gucken, was hier zu finden ist. Loot, Loot. Loot, das ist gut. Gibt es hier noch irgendwo ein Wandgemälde? Laut Karte müsste hier eins geben. Unten. Okay. Muss ich da runter? Will ich da runter? Oder will ich lieber erstmal hier runter? So. Ja, macht ja nichts. Ah, okay. War doch eine gute Entscheidung. Super. Drehe Spiegel 1 nach links. Folge dem Lichtstrahl zu Spiegel 2. Richte Spiegel 2 quer durch die Kammer aus. Kehre zu Spiegel 1 zurück. Es sind offenbar irgendwelche Anweisungen. Allerdings kann ich den Rest nicht entziffern. Alles klar. Ich werde mir das jetzt notieren. Weil ich glaube, das hätte mir nämlich beim letzten Mal richtig Probleme gemacht. Super, das eine Notizbuch ist schon fast voll. Dann ist das auch weg. So,
habe so viele von den Dingern. Gut, drehe Spiegel 1 nach links. Ich weiß, man, ich hätte, müsste mir das jetzt nicht notieren, sondern ich kann auch wie heißt's? Ich kann das auch nachlesen, aber so habe ich wenigstens noch ein bisschen besseren Bezug zum Spiel. Spiegel 2 quer über die Kammer. Und dann Spiegel 1. Zurück. Gut. Wie gesagt, ich schreibe mir sowas liebend gerne auf. Einfach, dann hat man ein bisschen besseren Bezug zum Spiel. Monolithen freigeschaltet. Super. So, abseilen. Gut, und hier gibt es ein Wandgemälde. Habe ich jetzt vergessen, abzuchecken. Gut, macht aber nichts. Am Anfang der Anleitung, glaube ich, wird es nicht ganz so grausam. Oh, beim ersten Mal habe ich mich so angeschissen. Hier müssen Verehrungsrituale. Also nicht angeschissen im Sinne von Schiss, sondern es hat einfach viel zu lange gedauert. Dieses Try and Error. Vier Spiegel mit je einer anderen Markierung. Sie haben Nummern. Super. Was ist das? Ist das jetzt Spiegel 1? Okay, folge dem Strahl zu Spiegel 2. Das ist jetzt die Frage. Was ist jetzt? Das ist Spiegel 1. Ich muss durch den mittleren Pavillon, um den Altar zu erreichen. Okay. Folge dem Strahl. Warte mal, vielleicht muss ich den Strahl... Folge dem Strahl zu Spiegel 2. Ich bin geliefert, wenn ich ins Wasser falle. Naja, ich weiß das. Das ist Spiegel 2. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Okay, 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 okay. Das ist der Raum, ja. Eins. Zwei. Ich muss jetzt erstmal die Spiegel abklappern, damit die Lara mir sagt, was ist. Folge dem Strahl zu Spiegel... Drehe Spiegel 1 nach links. Das haben wir gemacht. Folge dem Strahl zu Spiegel 2 sind wir. Spiegel 2 quer über die Kammer. Okay, das haben wir. Kehre zu Spiegel 1 zurück. Alles klar. Quer über die Kammer. Meint er damit da? Ja, damit meint er das. Okay. So, mehr Hinweise gibt's nicht. Scheiße.
Mit dem kann ich jetzt das nicht machen. Das geht auch nicht. Das kann ich machen. Aber irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden. Das Ding da hinten dreht sich nicht. Kann ich das mit dem Spiegel irgendwie richten? Dann hätte ich nämlich... Nee, damit kann ich sowieso nichts machen. Alles klar, dann gucke ich mal. Wenn das überhaupt der Fall ist, kann ich mit dem Spiegel irgendwas... Es müsste gehen, ja. Das Problem ist, dass ich nicht richtig getroffen habe. Ich Vollidiot. Alles klar. Deutsch muss zurück. Den Spiegel muss ich noch mal ganz kurz. Ja, wie gesagt, wenn du hier einmal ins Wasser fällst, dann gibt es eine Endsequenz und dann ist Lara am Arsch. Von daher. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Ja, die Frage ist, ist Spiegel 3 das da hinten, der oder da? Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Bis sind doch dran, Mädchen. Sind doch dran. So, okay. So, wir haben gemacht. Folge dem Strahl zu Spiegel 2. Spiegel 2 quer über die Kammer haben wir gemacht. Und dann kehre zu Spiegel 1 zurück, um zu Spiegel 3 zu kommen. Gut. Jetzt haben wir einen Pfad zu Spiegel 3. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. So, dann müssen wir uns nochmal notieren. Ist das Spiegel 4 oder ist das Spiegel 3? Spiegel 3. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 1. Mädchen, von Spiegel 1 kam mir doch gerade, du olle Schabracke. Ich könnte das natürlich hierhin machen. Ja. Dann könnte ich zurück zu Spiegel 1. Dann darüber und den dritten auf dieses Dingsbums hier richten. Dann könnte ich hier wieder zurück. Nach da. Weil hierhin muss ich jetzt dann nicht mehr. Doch, ich muss noch einmal zurück. Die Frage ist... Doch, ich könnte von da aus hier rüber. Wenn der ausgerichtet ist. Okay, dann muss ich aber noch mal zurück. Ich nehme mich noch mit, okay. So, spring. Boah, ja, ja, lecko mio. Wir haben die Anweisung des Wandgemäldes zwar befolgt, bringt mir aber nichts. Ich habe mir auch notiert, wer welcher Spiegel ist. So, jetzt nehmen wir das Ding erstmal. Jetzt muss ich da zurück. Gut, dann ist das andere Spiegel 3. Och nee. Warum muss man das so kompliziert machen? Wir müssen jetzt erst mit dem hier das decken. Dann müssen wir mit Spiegel 2 diesen Pfad auch nochmal anstrahlen. Mit Spiegel... Och, man hätte es auch umständlicher machen können. Aber warum einfach, wenn es kompliziert geht? So. Langsam nähert. Wir können das natürlich machen. Aber wir müssen es genau andersrum machen. So, dahin. Jetzt zurück. Spiegel 1 richtig ausrichten. Och, Mann. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was Spiegel 4 ist. Habe ich mir das auch nochmal meine Skizze notiert.
Und jetzt wird's richtig lustig. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?